50% off, ne? Tatsächlich. 75%? Oder 50%? Irgendwas habe ich gelesen. Ach, der 20er war. 20%, 15 oder 20%. Ja. Weil dann dachte ich mir, aber ach trotzdem, nee. Ein guter Preis für die jetzige Zeit. Ja, klar, aber dann dachte ich mir so, nee. Ja, also man muss es schon wollen. Sag ich dir, wie es ist. Und da ich ja sowieso immer mehr keine Lust drauf habe, macht das einfach keinen Sinn. Dann habe ich das Spiel, ja, wow, da habe ich das, habe Geld ausgegeben, was ja. Ich nicht spiele. Zurzeit, also. Ja. Klar, ich habe mir da jetzt zwei andere Spiele. Ja, Joker schreibt gerade, Simi, komm ran, umso mehr, umso besser. Ja, das ist schon richtig. Und ja. Ich würde es mir auch wünschen, dass unsere Liga eigentlich nur aus, ich sag mal in Anführungsstrichen, selbstfahrenden oder richtigen Menschen besteht und nicht aus KI. Aber das ist leider Wunschdenken. Dafür ist mein Channel zu klein und... Ja, was soll ich denn sagen? Ne, aber das ist... Wie gesagt, ich glaube, das Höchste, was wir mal hatten, an einem Tag waren 6 Mann, die gefahren sind. Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr lustig. Also gerne die Werbetrommel rühren, ne? Also, ihr könnt da gerne Werbung für machen. Da bin ich der Letzte, der nicht Ja sagen würde. Vorausgesetzt, diejenigen sind natürlich immer dabei, ne? Das ist ja das, was ich Ihnen schon einmal gesagt habe. Nee, mir fehlt einfach im Moment so die Lust dazu. Ja, ist verständlich. Wie gesagt, also jetzt mit meinen jetzigen Einstellungen. Ich bin, gestern sind wir Baku gefahren. Praktisch die gleiche Strecke, die wir im Stream hatten am Sonntag. Ja. Wo ich grandios verunfallt bin. Da habe ich tatsächlich die Einstellungen vom Auto nochmal ein bisschen geändert. Und das Auto lag richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja. War trotzdem ein sehr... Stranges Rennen am Ende, aber mehr dazu dann irgendwann im Video. Aber das, man merkt, wenn man das Auto dann richtig einstellt, dann kann man da schon was vom Zaun brechen. Ja, wenn man es halt auf sich so ein bisschen einstellt, weißt du? Ja, und dann muss man halt gucken, wie kriege ich denn das Auto richtig eingestellt, immer wieder Tests fahren. Ich bin dann auch alle 30 Training-Sessions gefahren. Ja. Und dann geht das schon. Ja. Hast du die Rotoren jetzt schon vorne? Nee, ne? Ich bin noch dabei, ich musste mir gerade nochmal Material holen. Aber die sind schon ziemlich weit vorne. So. Da. Da. Und da runter. So. Ein Spieler ist im Weg. Ach nee. Jetzt muss ich hier mein Provisorium wegbauen, wegreißen. So, dann machen wir nochmal ein Stoffer. Ich hatte doch meine Segel hier. Aber wie gesagt, wenn man das dann richtig eingestellt hat, das Spiel und alles, dann macht das schon, dann bockt das schon. Also, ja. Wenn ich immer nur ausscheide oder ausscheiden würde, so wie Railfox und so, dann ich, wie gesagt, ich habe da vollstes Verständnis für, dass man da auch irgendwie ein bisschen verstimmt ist. Ne? Und wenn man halt immer nur ausscheidet und immer nur irgendwie was mit dem Auto ist und so, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Nee. Sag ich dir, wie es ist, ne? Und das macht dann auch keinen Spaß. Da bin ich dann auch auf seiner Seite, dass er dann da total angefressen ist oder. Ne? Also. Er ist da überhaupt noch nicht warm geworden mit dem Spiel und er will es halt, ne? Also. Ja, man merkt klar. Richtig, er hat da richtig Bock drauf, Rennen zu fahren und schreibt mich auch immer an, hier wollen wir weiter aufnehmen und so. Übt dann auch irgendwie und guckt nochmal nach anderen Einstellungen und ja, aber irgendwie das Spiel. Ist halt noch feinfühliger geworden als das letzte. Habe ich zumindest das Gefühl. Und ja, dann ist der Baku wieder rausgeflogen. Das sage ich nicht. Ich muss das Video gucken. nein, und dann ist es halt. Also am Sonntag ist er rausgeflogen.
So viel kann ich sagen. Auf welchen Stream. Und kurze Zeit später bin ich dann ausgeschieden. Das war ein sehr merkwürdiger Abend. So, das hier. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich... Und das ist dann, ja, zudem, das steht es online. Oh. Es ist noch nicht mal geschnitten. heute Morgen habe ich erst die nächsten vier Folgen Stardew Valley aufgenommen. Vor der Arbeit noch. Am Vormittag. Für nächste Woche und darauf die Woche. Werde ich dann fertig schneiden, wahrscheinlich morgen. Dann werde ich morgen noch Planet Coaster aufnehmen für nächste Woche. Boah, ich komme jetzt hier nirgendwo mehr ran. Was ist denn für eine Scheiße? Ja. Immer was zu tun. Und dann natürlich alles schnippeln, ne? Die nächsten Formel 1 Videos schnippeln, Thumbnails machen und das. Ah ja, die lieben Thumbnails. Ja, das ist. Also das finde ich fast das größte Gefrickel an Video. Ich habe ja schon so vorgefertigte Dinger und. Ja, ich ja auch. Also ich nutze da auch. Wie sich das hier nochmal. Eine Schablone, wo ich dann halt immer wieder neue Sachen reinziehe. Ich ändere zum Beispiel, weil ich mache ja meine Streams, mache ich ja im Vollen. Da ändere ich einfach nur die Zahl. Ja. So. Wo kommen denn die Rotoren an eigentlich? Ja, ich bin gleich da. Also ich bin schon am Lager. Oh, du, du bist noch nicht mal hier. Und ich schaue hier schon wieder hoch. Material. So. So. Der ist aber ein Verkeil. So. Er passt gut aus. Die Rotoren gehen ins Lager. Wo denn? Auf welcher Lane? Direkt. Wo bist du denn? Ah, hier. Oh, geil. Was sich schon angestaut hat. Was? Was sich schon angestaut hat. Ja, ja. Ja, richtig geil. Tut. So. Gut. Haben wir wieder ordentlich Stahlträger. Kann ich gleich wieder ein bisschen Upgrade machen. Wuhu! Das kriegt mir alles mit hier, oder was? Ich krieg nicht alles mit. Egal. Aber Simi, es wird so langsam. Naja, es wird. Es wird. Wird. Mit Ö. Ja, mit Ö. Hau ab. Nee, Alter, hau ab, Mistfliege. Oh, kennst du das, wenn die Fliege nicht weg will? Milestone reached. Low range. Ach, Quatsch, nicht Eva. Spieler verbessert. Ich dachte, ich schick das Ding mal weg. Ja, war ja das letzte jetzt so. Ja. Jetzt müssen wir jetzt den Dings wieder ausbauen, ne? Ja, jetzt müssen wir wieder für... Boah, oh nein. Oh, ich weiß, was wir dafür brauchen. Ich auch. Das war's, was wir schon hatten. Nur das Zehnfache. Und das andere. Hast du die nächsten 13 Nachmittage vielleicht nichts vor? Oh nein. Das ist ja noch harmlos. Das andere, das wird schwieriger. Weil die Produktionen ja auch immer größer werden. So, das war hier. Ja, also für das eine brauchen wir verstärkte Eisenplatten und Rotoren. Für das andere Stahl und diese komischen Rahmen. Das wird schon schlimmer. So, das machen wir hier. Und dann noch Statoren und Gabel. Oh. Du kannst ja, wenn du möchtest, Lust hast und Zeit hast. Nee, ich muss los. Starton machen. Eine Produktion aufbauen oder was? Nee, wenn du Lust hast. Musst du nicht. Ach, einfach so welche machen oder was? Dass wir die dann schon mal als Rohstoff haben oder was? Warte mal, da brauchen wir 100 Stück. Also brauche ich 100 Statoren, ne? 100 Statoren? Hä? Ja, weil wir 100 von diesen intelligenten Vergabelungen oder wie das heißt, da brauchen. Na komm, weitere Fabrikationen aus dem Kopf aufbauen. Pläne werden ja überbewertet.
Ja, Jelugo, schön, dass du auch mal erwachst. Moin. Und wenn du vorhin schon zugeschaut hast, da habe ich eine komplette Rotoren-Dings aus dem Kopf hingebaut. Meinst du, das kriege ich nicht hin, oder was? So. Ein bisschen habe ich ja schon gespielt, ne? Also. Ja. Scheiße, da brauchen wir ja Scharo. Aber innerhalb von 1,5 Stunden? Also ist doch okay. Ja, also finde ich auch. Also, und sie funktionieren, ne? Also. Ja. Gut, ich habe sogar ein alternatives Rezept verwendet dafür. Ja, was ja sowieso ganz gut ist. Ja, weil wir dann das Dreifache produzieren. Ja. So. Ich bin schon seit Anfang des Streams da. Warum hast du nicht gesagt? Ich habe vorhin gesagt, wo sind denn die ganzen Moderatoren? Weißt du, da hast du im Hintergrund nur das Zirpen gehört. Er telefoniert doch immer noch mit seiner Freundin, Frau, wie auch immer. Deine Olga, oder was? Was ist denn da los? Hast du Olga mal von mir gegrüßt eigentlich? Ja. Den Hamster. Hamster? Ja, sie lacht doch immer so. Achso. Da 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 da. Warum bist du hier auf gelb? Warum ist denn schon wieder mein Licht aus hier, sag mal? Ja, meins ist auch aus. Aber meins habe ich auch ausgemacht. Wie viel kann ich denn jetzt herstellen? Hm? Oh, 200 Statoren will ich herstellen. Vielleicht haben wir ein bisschen viel Material mitgenommen. Ja, und sonst so, Freunde, also alles gut. Alter, jetzt hau doch mal ab, du Mistvieh, ja. Alter. Okay, ich gehe. Nee, du doch nicht. Ach, so eine Pissfliege geht mir gerade voll auf den Sack. Nee, Junge, Hollywood ist da lang, ja. Schizikowski, mein Freund. Ja, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Genau. Ja. Was geht's los? Hier Meilenstein? Was? Meilenstein? Nee, haben wir nicht. Das ist ja, weil Eva mich wieder voll gequatscht hat. Das liegt wahrscheinlich daran, weil jetzt die Scheiße angekommen ist da oben, ne? Wo sie hingeflogen ist, wa? Kam das jetzt erst bei dir an, oder was? Dann hat sie jetzt gequatscht. Ja, die nächsten Sachen könnt ihr aber erst dann machen, wenn ihr den Fahrstuhl aufbaut. Bei mir kam jetzt nichts. Bei mir kam das, nachdem du gedrückt hast zum Wegfliegen. Ja, bei mir auch. Alter, jetzt kommt hier aber Stahlträger da. Tjum, 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 tjum. Weiter nach dem Motto. Hier hinten war mich noch MK2 Band. Das hast du dann voll gemerkt, dass die Stahlbahnen überhaupt nicht richtig zur Produktion gekommen sind. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Zünd die Knaller. Irre. So, gucken, ob hier oben alles MK3 ist. MK3. Aber sieht so aus, dass ich hier oben schon alles abgegradet habe. Habe. Oh, lustig wird das dann, wenn wir die ersten Gleise für den Flug verlegen. Dann bricht das reine Chaos aus hier. Das wird ja für dich dann ein bisschen problematisch werden wahrscheinlich. Warum? Weil ich ja der Host bin und da läuft es ja alles flüssig. Nur beim... Ich denke, da haben sie gepatcht. Es soll wohl ein bisschen besser jetzt sein, aber noch nicht perfekt. Okay. Da bin ich ja eine mal gespannt. Umleitung, wie abwegig. Ja. Da bin ich ja echt mal gespannt. So, warte mal, das wollte ich jetzt hier zumachen mit der Wand. Dann gehe ich gleich weiter upgraden. Also Joker, mit anderen Worten kann ich das so schon mal festhalten, dass du am Sonntag da bist, ja? Wenn wir da jetzt schon mal unter uns Klosterschwestern hier rüber reden. Sonntag, was ist denn das? Kenn ich nicht. So. So. Was halt richtig doof ist, die Sachen für den Fahrstuhl kannst du nicht selber herstellen.
Fahrst du? Ja, diesmal bin ich da. Heißt das nächstes Mal wieder nicht? Ich frage für einen Freund. Was für ein Fahrstuhl? Nein, die Sachen für den Ausbau des Fahrstuhls kannst du ja nicht an der Werkbank selber herstellen. Nur die Rohmaterialien dafür. Ja. War schade, ist so ein bisschen. Ja, das haben sie ja ein bisschen mit Absicht dann wahrscheinlich auch gemacht. Ja, wahrscheinlich wird das Absicht sein, damit du halt nicht alles nur die Rohmaterialien dir craften kannst und dann alle Dings. Das sieht voll komisch aus, ey. Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Ja. Wenn man im Hypertube ist. Ach so, ja. Vor allem, man muss denn so mal in die Höhe gehen von den Rotoren. Das sieht voll komisch aus, wenn die dir voll entgegenkommen. Oh Gott, Alter. Das ist epileptische Anfälle. Epileptische. Stell dir das mal vor in VR, Alter. Oh Gott. Da kriegst du wirklich Anfälle. So. Ist aber eigentlich nur irgendwo Kabel? Ja. Also Kabel müssten wir mehr als genug haben. Oh, ich muss mal gucken, wo ich jetzt noch nicht geupgradet. Ah, hier. Hier. Ups. Ah, oh, ich habe wieder den falschen Reiter. Mann. Der goldene Reiter. Ja. Das ist so zum Kotzen. Immer das, was du brauchst an Material, lass nicht dabei. So, immer so. Das ist so zum Kotzen. Wieso ist denn mein Licht schon wieder aus hier? Wir sollten dann mal dran gehen und vielleicht hier Beton, Eisenrohre, Eisenplatten und sowas auch in das Zwischenlager umleiten, oder? Ja, mach Eisenplatten ich und sowas. Ja. Wenn wir genug Material haben. Ja. Bin ja nur am Upgraden. Ich bin ganz tief gefallen. Ich dachte, da geht's noch weiter. Ich aber vorhin auch. Ich laufe hoch zum Miner nach oben, zur Kohle. Und irgendwie bin ich mit der Maus so voll weggerutscht. Und ich so, yay! Ich hab's aber überlebt, aber haarscharf. Da war wirklich nur ein ganz kleiner Balken zu sehen. Oh Mann, ey. Erstmal in den Tod gejumpt. Ah. Aber schön, dass die Sonne wieder aufgeht. Das ist echt schön. Echt toll. So, dann haben wir das. Das können wir hier mal wegräsen. Das brauchen wir nicht Gott, mehr. Das ist ein Hin- und Hergereise hier. Ich baue jetzt hier unten mal so eine vorübergehende Produktion auf für diese Sonderteile, ne? Ja. Oh nein. Ja, ich bin in das Rohr eingesaugt worden. Oh, ich wäre fast hinten zur Stahlproduktion gefahren, ey. Das wäre wieder ein Umweg gewesen, du. Ich kenne das. Ich bin da auch schon reingesogen worden. Hier geht's runter. Da will ich nicht hin. Och nö. Ah. Scheiße. Da wäre genug Beton noch dabei hier. Beton. Da kann ich eine zweite Berliner Mauer mitbauen. Ne? Soll ich erstmal hier die Kisten wieder einsammeln, ey, ist zum Kotzen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu richten. So. Da ist
irgendein Knie der Rampe hingebraut. Hm. Hab ich jetzt hier alles? So. Also Stahlträger Förderband ist komplett upgraded. Geil. Ja, es wird doch so langsam. Also Stahlträger war mir sowieso wichtig, damit es am schnellsten da ist. Ja. Wenn man es halt jetzt besonders schnell braucht. Bei MK4, da brauchst du ja wieder Stahlbetonträger. wollte ich eigentlich auch gleich noch eine Produktion anschmeißen, damit wir das wenigstens auch schon mal haben, wenn wir es benötigen. Brauchst du ja sowieso schon teilweise. Ja. Alter, Beton haben wir mehr als genug, Alter. Das ist vor allen Dingen Betonproduktion, die läuft schon gar nicht mehr. So voll ist das. Ja gut, aber wie wir eben schon einmal sagten, ne, besser zu voll, als dass wir die Bauern auf irgendeine Scheiße warten müssen. Ja, vor allen Dingen, ich wollte sowieso auch langsam da warte ich glaube ich noch, bis die intelligenten Splitter da sind. Weil dann würde ich die großen Container aufbauen. Könnte noch oben doch einen draufstellen. So. Oh, wo ist denn jetzt der Mist? Den habe ich hier irgendwie nicht. Was habe ich denn jetzt hier noch? 38. Hier habe ich schon alles gehabt. Hä? Gut, dann ich muss mal mein Inventar ein bisschen lernen. Ja, kein Wunder. Voll Müll. Ich habe ja upgegradet und dadurch habe ich ja wieder die verbesserten Stahlplatten. Ah, nee. Die schweren? Nee, wie heißen die gleich? Verstärkte Eisenplatten, so war das. Warte mal, ist der Container um voll? Und ansonsten schmeiße ich da jetzt den Mist rein. Oh, jetzt ist aber auch bald mal gut hier. Himmelarsch. Und zwirren. Oh, Alter, der ist ja voll. Na, was soll ich sagen? Ich bin gar nicht voll, ich hab gar nicht viel getrunken. Hast du hier was nicht? Voll, wo ist Jackals eigentlich? Weiß nicht, ich habe nur ein Foto gesehen gehabt, da war er mitten auf dem Feld. Mitten auf dem Feld war er, ne? Ja. Alter Vollmann. Hast du die Kreis komplett eingeschmissen? Ja, da oben, ne? Ja, ich habe da ein bisschen was liegen. Und Alien Panzer. Tut mir leid. Ich kann es eh nicht aufnehmen, weil ich selber voll bin. Richtig voll. Nee, einfach klügelt. Ah. So. Jetzt bin ich leer. Siehst du, warte mal. Wenn das voll ist, dann hau ich das mal in den Schredder. Dann haben wir, kriegen wir wenigstens ein paar Coupons. So. Haben wir ja sowieso mehr zu tun. Die eleganteste Lösung. Dann leite ich mal dann gleich die Förderbänder um ins Angellager. Zack, zack. Automatische Verkabelung. So. Wo baust du den jetzt eigentlich? Achso, hier. Also die automatische Verkabelung ist fertig. Funktion dafür. Leitest du das denn gleich rein, oder was? Okay. Braucht man sich nicht mehr drum kümmern, wa? Ja, eben. Der rödelt jetzt und der stellt halt 2,5 pro Minute her. Bei 100 kannst du das, also 100 geteilt durch 2,5, weißt du, wie viele Minuten das braucht. Oh,
Hab mal Kabel voll gemacht. Wobei, es sind ja 5 pro Minute, stellen wir jetzt her. 100 geteilt durch 5 sind 20 Minuten, sind wir fertig. Ja. Ich werde mal oben die Lager mal umleiten, wa? Die Obersten zumindest. Ja, mal durchleiten, ne? Dass die dann halt rüberlaufen. Aber lass ruhig die Zwischenlager da noch stehen. Dann haben wir noch ein Backup, weißt du? Sieht schon wieder nicht richtig hier. Du kannst ja vorne praktisch aus den Lagern wieder eine Leitung rauslegen. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Läuft. Ja, kann ich machen. Gut, was ich machen könnte, ist, ich könnte hier Schnecken reinömmeln, ne? Dann geht das schneller. Ja, lohnt sich das jetzt? So. In der Zeit will ich schon mal das andere herstellen. So. Motoren und verstärkte Eisenplatten, das können wir auf jeden Fall auch rödeln lassen. Da brauchen wir nicht mal was für herstellen. Das produzieren wir schon. Und hier brauche ich 500 von diesem modularen Rahmen. So, Aufgabe erkannt, Gefahr gebannt. Ja. 500 modulare Rahmen. Freunde, denkt euch schon mal ein Thema aus, über das wir die nächsten 100 Jahre spielen. Ich werde jetzt gleich mich hier astrein einklinken an der Werkbank. Oh. Dass ich jetzt, zum Glück bin ich gerade im Lager. 4 Stück kann ich gerade herstellen. Wow. Das ist wenig. Erstmal esse ich hier die komischen Bären hier auf. Achso, hier lang. Hallo? Was brauche ich da jetzt für? 6 Eisenplatten und Dings, okay. Ey, ich will nur rüberspringen, was macht der? Der fängt an zu klettern, der Penner. Ach, du hast die Eisenstangen rausgenommen. Das ist schon mal ein Anfang. Ich wundere mich gerade, warum laufen jetzt die Eisenstangen? Ich habe doch hier noch gar nichts gemacht. Ich war oben, hab Material geholt. Was war denn das? Was hast du gemacht, Alter? Mach das bitte nie wieder. La, 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 la. Alter, was ist das? Das ist mein Mischpult. Gottes Willen, Alter. Du hast schwach angefangen, aber dann noch unheimlich stark nachgelassen. Ja, ja, das Ding hatte auch hier so ein paar Soundeffekte. Okay. Ich dachte, ich spiele das mal ab. Das war sehr strange. Ja. Ja, vor allem, wenn man nicht mit rechnet, wa? Ja, ja, eben. Das. So. Klima ausgemacht. 22 Grad für Raumtemperatur reichen. Ja, ja. Ist so schön gemütlich hier. Dann setze ich den da rein. Ja. Aber ganz ehrlich, du kannst dich ja auch mit Sachen hinstellen, das produzieren lassen und erstmal eine Butterstulle schmieren gehen, ne? Also. Ja, so ungefähr, ja. Was ich schön finde, ist, dass unser Strom jetzt hält und dass wir auch einfach mal ein paar Sachen hinbauen können, das temporär laufen lassen können und dann das wieder abreißen können, ohne dass wir da jetzt irgendwas verknübeln müssen. Das ist sehr, sehr schön. Wie lüften sie hier gerade so komisch? Was war denn? Habe ich hier irgendwo Ach, hier hinten ist noch alles MK2, deswegen stockt es hier gerade so komisch.
Oh, auf jeden Fall noch Eisensterne. Das wird so. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein Provisorium hier bauen, damit ich alles upgraden kann.